Leute, nach 2 Wochen Videopause, 3 Wochen Streampause bin ich endlich zurück. Ich war selber etwas länger krank, mein Sohn war krank und vor 2 Wochen wollte ich euch eigentlich schon meinen neuen Hintergrund präsentieren, den ich innerhalb von 2 Tagen geschaffen habe. Alles um 90 Grad gedreht, alles, was ihr hier seht, hing hier vorher schon. Man hat es halt nie gesehen, was ich sehr, sehr schade fand. Die ganzen Absorber, die ihr aus dem Hintergrund aus den alten Videos kennt, die haben so viel Licht geschluckt und habe ich mir gesagt, irgendwann musste das alles mal drehen. Und vor über 2 Wochen habe ich das gemacht und dann bin ich krank geworden. Und jetzt kann ich es euch endlich präsentieren. Aber das ist nicht Hauptteil des Themas, denn ich habe heute einen Trailer bei oder auf der Apex Legends YouTube-Seite gesehen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, das wird das Event, was ich seit Release von Apex Legends jetzt am meisten erwarte. Am 9. Januar kommt eine Kooperation mit Square Enix und damit habe ich nicht gerechnet. Das ist extrem heftig. Ich glaube, Respawn hat festgestellt, dass das bei Fortnite ganz gut ankommt. Und deswegen geht ihnen vielleicht so ein bisschen der Hintern auf Grundeis und die versuchen jetzt wahrscheinlich ein bisschen nachzuziehen. Ich bin Final Fantasy Fan. Ich sage jetzt nicht der ersten Stunde. Der siebte Teil war der erste Teil. Damals auf PlayStation 1 1997 rausgekommen. Seitdem absoluter Final Fantasy Fan. Und vor einigen Jahren kam das Remake von Teil 7 raus. Eins von 3 Teilen. Und nächstes Jahr im Februar kommt der zweite Remake-Ableger. Was es damit auf sich hat, zeige ich euch jetzt im Trailer. Es passt vielleicht nicht ganz zur Apex, aber hey, wen interessiert's? Ich freue mich drauf. Zieht euch mal diesen Trailer rein. What we've done, that's set in stone. Or so they'll tell you, dearie. Because the future has the power to change anything. Even the past. Strap in, Newty. Things are about to get mighty interesting. Ich bin so gespannt, als ich den Trailer heute gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, was war das? Was ist das? Ich dachte erst, es ist ein Fake. Es ist aber auf der Respawn-Seite auf YouTube zu finden. Es ist ein Short, kein XXL-Video. Das werden wahrscheinlich viele von euch gar nicht mitbekommen haben. Und ich als, wie gesagt, absoluter Final Fantasy-Fan, einer der geilsten, und das ist Teil 7, ist einer der geilsten Rollenspiele aller Zeiten. Und die Fans haben auf dieses Remake lange, lange gewartet. Der zweite Ableger, wie gesagt, von insgesamt dreien kommt im Februar und damit zusammen dann eben das Reborn Rebirth Final Fantasy VII Rebirth Event am 9. Januar. Was es mit diesem Event auf sich hat und was die können, man sieht auf jeden Fall, dass zum Beispiel Krypto dem Hauptcharakter Cloud Strife nachempfunden ist mit seinem Mega XXL-Schwert. Man hat seinen finales Limit Omnischlag gesehen im Trailer. Ich habe absolut null Ideen, was in diesem Event passieren könnte. Wenn da draußen Final Fantasy-Fans von euch sind, genauso wie ich, aber auch Apex-Fans, habt ihr eine Idee, was könnte da eventuell auf uns zukommen? Ich freue mich auf jeden Fall extrem drauf. Bin auf jeden Fall gespannt. Vor allen Dingen bin ich endlich wieder zurück. Morgen Abend, Sonntag, wenn ihr tagesaktuell das Video seht, hoffe ich, dass ich vielleicht mal wieder streamen kann. Nach über 3,5 Wochen dann fast, also bin schon eine Weile weg. Ihr wisst also Bescheid, ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Rein. Ciao.